Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Hustle Castle Fantasy Kingdom. Hustle Castle. Das sieht gut an. So, voll mit reingemacht. Start gedrückt und ein bisschen warten. Und dann legen wir auch sofort los. Da sind wir. Event. Wir haben wieder ein Event. Erstmal hier alles einsammeln. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Also, was ich hier machen kann, ist jetzt die eine Quest ist ja die ganzen Videos anschauen. Eine Quest ist hier die Edelsteinbruchmine, 5 Kämpfe zu machen. Ich mache gleich die ganzen Kämpfe dann durch. Die beste Truppe aussuchen. Kampf. Und los geht es. Warte mal. Erstmal alle entfernen. Ich nehme die schlechteste. Der sortiert hier immer gleich alle nach Stärke. Das ist das Gute. Kann ich mal schon die schlechteste nehmen. Keine Magier, aber Gegner. Gleich dauert. Dann sind bestimmt alle da. Okay, einer da. Ich muss den neuen dazu. Auf mit dem anderen nutzen. Eieiei, die Stämme hier ja weg. Oh, das sieht doch ganz gut aus bislang. Hm.
Nutzen, nutzen, nutzen. Hm, das sieht schlecht aus. Kein Tank vorne. Okay, jetzt kommen meine letzten Zweikämpfer noch dazu. Und das müsste jetzt hoffentlich bis zum Ende reichen. Ne, reicht nicht bis zum Ende. Wie weit sind wir gekommen? Danach wären noch drei Runden. Gut. Vorbei. Daily Daily ist abgeschlossen. Belohnung abholen. Belohnung abholen, Belohnung abholen. Man könnte noch Söldner kaufen gerade, aber darauf habe ich keine Lust. Kostet nur wieder was. Deswegen nur Belohnung abholen. Oh. Ich habe wieder Geld bekommen. Das ist cool. Das gefällt mir. Kann ich nicht mein Lot hier, mein Typ hier arbeiten schicken? Station, das wäre schon mal cool. Kaserne, ja, ich weiß nicht. Ich nehme glaube ich Münzstädte. Münzstädte verbessern. Verbessern auch 4 Tage. Kein Problem. Hier Neuigkeiten, Updates. Ach, genau das Event. Was muss ich denn hier machen? Hm. Eine Quest ist zum Beispiel den anschauen. Naja, erste Woche vorbei, zweite Woche vorbei, in der dritten Woche sind wir schon. Gut, auf jeden Fall erstmal die Quest abholen. Arena ist eine andere Quest, da müssen wir hier spielen. Ich brauche 7 Kämpfe. Bei einem Turnier kann ich 5 Kämpfe machen. Also müsste ich 2-mal spielen.
Chinesen. Ich glaube, Chinesen sind das, ne? Ja. Sieht denn die beste Liste aus? Das ist Koreaner. Na gut, müssen wir erstmal ein bisschen warten. Einer fehlt. Eine andere Quest ist PvP. Oh, hat schon angefangen, das Turnier. Schnell zum Turnier. 50 Sekunden habe ich noch. Oh, wieder verloren. Was ist hier so stark dabei? Man könnte ja das Land, der gebaut wird, nach oben setzen. Wenn ich gewinne 120 Punkte, kriege ich jetzt. Das wird gleich mal weniger. 119, 118, 117, 116, 115. Und so weiter und so fort. Oh, ich habe 112 Punkte. Das ist gut. Obwohl der stärker war als ich. Der hatte 900 und ich habe, glaube ich, nur 600 oder 700. Da sieht man auch genau, wie stark man ist im Kampf gehen. Ja, fast 700. Ich brauche 5 PvP-Kämpfe, die ich gewinnen muss. Was war das jetzt? Ach, das war das Neue. Da bin ich und da sind ringsherum meine ganzen anderen Kollegen, die mitspielen. Die nur einmal gespielt haben, nicht mehr online kommen.
gucken, was kann ich hier machen? Greif von dem mal an. Ach ja, ich brauche noch 3 PvP-Kämpfe. Erstmal meine Zauberbestücke hier. Kampf geht los. Schneller, schneller, schneller. Das könnte ich vielleicht gewinnen. Vielleicht. Nee, verliere ich auch. Ich habe nur einmal gewonnen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gegen den ersten gekämpft. Eieiei. Egal. Der ist nur 200 stark. Jawohl. Schneller, schneller, schneller. Und noch ein Sieg brauchen wir hier. Erstmal das Ende drücken. Neu anmelden. Und jetzt. Ja, nehmen wir den. 570. Müssten wir schaffen. Thank you.
Chance, der letzte. Oh, war das knapp. War das knapp gewesen. Okay, auf jeden Fall war das jetzt die nächste Daily. Video anschauen ist eine Daily. Hier haben wir die Videos anschauen, zweite Daily. Und Werbung abschließen. Arena sind vorbei. Da muss ich Freunden jetzt noch was schicken. Das war, wenn ich Krieg mache gegen eine andere Gilde. Verlies, das kann ich probieren. Und Invasion. Also kann ich noch zwei Sachen machen. Die Invasion geht gerade nicht. Das wären dann hier überall solche Goblin-Gesichter, die ich angreifen müsste. Aber die habe ich nicht. Aber Verlies kann ich nochmal probieren. Wenn ich da einen finde, einen zufälligen. Punkte habe ich. Und hier kann ich die Sachen für meinen Helden raussuchen. Mein Held ist der, der auf dem Pferd dort sitzt immer. Hier oben links in der Ecke. Oh, wir haben einen gefunden. Er kämpft mit 3 Sternen, also er ist, sagt man, mittlerer Kämpfer. Was bin ich denn für einer? Also es ging weiter, habe ich gerade gesehen.
Und das ist mein Held. Für den kriege ich dann Punkte. Wenn ich das verließ. Wenn ich im Verlies bin. Links oder rechts? Links oder rechts? Wo gehe ich lang? Schaffe ich das noch? Karte im Verlies gehen. Ah, der hat nur die genommen. Da muss ich auf jeden Fall einen davon nehmen. Und den. Okay. Thank you.
Oh, ganz knapp. Jetzt wartet der Verbündete wieder. Jo. Hauptmenü. Ja, schnell zum Verlies hin. Kampf anschauen. Und das habe ich auch verloren. Ach ja. Verlies. Ja, die Quest habe ich also auch nicht geschafft. Reise beenden. Jawohl. Gut, das waren jetzt nur die Dailies, die ich machen konnte ohne Videos anschauen. Jetzt könnte ich mir noch die ganzen Videos anschauen. Aber das nehme ich ja dann nicht auf.
abholen. Oh, ich habe eine Truhe voll. Supi. Ich gehe mal kurz zu meinen Helden. Die ganzen Diamanten, die wir neu gekriegt haben. Mein Skill. Gegangen mit meinen. Also brauche ich die Magier-Symbole. Schauen wir, ob ich welche kaufen kann. Dann gehe ich mal wieder im Verlies rein, in den Laden rein. Das sind die Kriegermarker. Hier sind die Magiermarker. Also jetzt habe ich 4000 gekauft. Das muss doch, glaube ich, ein bisschen für etwas reichen. Ah, 4000 sind 4. Okay. Was nehme ich davon? Lieber machen mich stärker. Komm, dann gehen wir nochmal nach Magier hin. Mal im Verlies, nochmal etwas kaufen. Gut. Gehen wir wieder zu meinen Helden. Nur 1 bis 10 ist, glaube ich, schneller fertig wie der 1 bis 14 und der ist auch 1 bis 10. Nehmen wir den. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wie gesagt, ich kann jetzt nur noch die Dingens machen hier. Die Videos angucken. Und ja, das andere schaffe ich alles nicht. Hol ich mir mal ein Ticket ab. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bestätigen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.